So, es geht los. Ich darf um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Hallo, ich bin auch noch da. So, also, kurze Wiederholung von letztes Mal. Sie wissen, wir haben angefangen mit der Strategie. Und die Strategie ist einfach die Anwendung des Substitutionsprinzips. Da sagen wir, haben mehrere Varianten eines Pakets von Methoden. Kann auch nur eine einzige sein. Die müssen zu unterschiedlichen Kontexten angepasst werden und austauschbar gemacht werden. Und das machen wir natürlich mit der Substitution, indem wir eine Oberklasse oder eine Schnittstelle definieren. Darin definieren wir die verfügbaren Methoden. Die Unterklassen hier, die geben diese Schnittstelle wieder und implementieren sie. Und dann legen wir eine Variable an, die von diesem Typ ist, von der Oberklassentyp, und weisen auf sie einen dieser Instanzen, einer dieser Klassen zu, der gewünschten, passenden für den Kontext. Und dann können wir die Algorithmus-Schnittstelle benutzen. Wenn Sie die Klasse, die Sie ausgewählt haben, tauschen wollen, aus irgendeinem Grund, zum Beispiel, weil sich im Kontext etwas geändert hat, ist das überhaupt kein Problem. Sie wechseln einfach die Zuweisung zu dieser Strategievariable ganz oben. Ja? Das war also die erste Idee. Hat das mit Strategie zu tun? Wenig, ja? Okay. So, dann war die nächste Idee. Was ist, wenn wir hier oben noch eine Methode einsetzen, die diese Algorithmus-Schnittstelle aufruft, obwohl sie abstrakt ist? Das heißt also, sie funktioniert gar nicht, ohne dass wir eine Unterklasse bilden. Was haben wir dann? Dann haben wir die Schablonenmethode oder Template Method. Ja, das sagen wir, hier oben können wir einen oder mehrere Algorithmen implementieren, die etwas komplizierter sind, die wir in verschiedenen Ausprägungen brauchen. Aber die verschiedenen Ausprägungen, die kriegen wir alle hin, indem wir Methoden, die diese Schablonenmethode aufruft, in Unterklassen ausprägen lassen. Ja? Dann kamen wir also zur 8.7. Das war dann der Fall. Da sagt man, da gibt es primitive Operationen drin, ansonsten ist es Strategie. Ja? Gut. Dann sagten wir, okay, da gibt es jetzt noch eine Abwandlung davon. Und das war die Fabrikmethode. Die Fabrikmethode ist genauso wie vorhin. Sie haben eine Schablone hier oben, die Methoden, die hier abstrakt sind, aufruft. Die wollen Sie auch nicht wiederholen. Und genau wie hier unten sagen Sie, ich habe jetzt eine Unterklasse, die implementiert diese Fabrikmethode, so heißt das Teil dann. Und der einzige Unterschied zur Schablonenmethode war, dass an dieser Stelle hier in dieser Schablonenmethode nur Erzeugeoperationen aufgerufen werden oder hauptsächlich Erzeugeoperationen, die Objekte erzeugen. Ja? Vorhin konnte das beliebig sein. Hier wollte die Schablonenmethode eben sagen, ich brauche aber die und die Typen von Produkten und die rufe ich auf, indem ich diese Fabrikmethoden, die hier unten stehen und implementiert sind, benutze. Ja? Immer noch Strategie. Ja? Strategie jetzt in drei verschiedenen Situationen, Varianten, wenn Sie so wollen. Okay, so, da hatten wir das Beispiel. Ob ich das noch synchronisieren kann. Da fehlt mir noch ein bisschen. So, und dann kam die abstrakte Fabrik, die vielleicht ist ein bisschen undurchsichtiger. Abstrakte Fabrik ist vielleicht auch nicht das richtige Wort. Eigentlich könnte man nur sagen Fabrik, eine Fabrik. Ja? Da sagte man Folgendes, man braucht jetzt auch wieder mehrere Klassen von Objekten, aber wir haben keine Schablonenmethode. Ja? Sondern wir haben einfach nur einen Bausatz von konkreten Produkten, die in 2, 3 oder 4 oder noch mehr Gruppen gegliedert sind. Und in jedem Umstand, in dem ich habe, muss ich immer entscheiden, welches dieser Produkte ich auswählen will. Und das mache ich so, dass ich sage, na gut, Die Produkte haben ihre eigenen Oberklassen, ja, sodass ich Oberklassenvariablen dafür benennen kann. Und dann sage ich, gut, dann mache ich eine konkrete Fabrik. Alle Objekterzeugung geht jetzt durch die konkrete Fabrik, aber nicht über die Schablonenmethode wie vorher, sondern indem ich Erzeugemethoden direkt aufrufe. Ja. Wenn ich also einen Rollbalken haben will, rufe ich auf, erzeuge Rollbalken. Ich gehe nicht mehr an die ursprüngliche Klasse. Ja. Denn wenn ich das wollte, müsste ich immer entscheiden, was haben wir denn jetzt, was brauche ich denn gerade, weil sie dann ja Mixturen bekämen, wenn sie nicht aufpassen. Auch das vermeidet, dass sie viele Switch-Anweisungen schreiben, die immer wieder auftauchen mit den gleichen
gleiche Anzahl von Essen, sagen, haben wir das oder haben wir das? Und dann jeweils eine andere, einen anderen Konstruktor aufrufen. Stattdessen gehen sie den Umweg, wenn sie so wollen, über eine der konkreten Fabriken und sagen, okay, ich will ein Objekt, das du hast, geht dann natürlich nicht mehr mit einem Konstruktor, sondern hat einen anderen Namen. Zum Beispiel, gib mir irgendwas oder erzeuge irgendwas oder mache oder create oder so etwas. Ja? Das war die abstrakte Fabrik. Da kommt die Strategie zweimal vor, wie Sie auf dem Bild leicht sehen, oder eigentlich nicht zweimal, sondern n-mal, n plus 1 mal vor. Wenn es n Produkte gibt, gibt es hier n Strategien und hier nochmal eine. Ja? Okay, so, dann, da hatten wir ein Beispiel, dann kam der Besucher. Der Besucher sieht so aus, dass sie sagen, erstmal, der Besucher ist jetzt eine ganz andere Idee. Ja? Obwohl jetzt die Unterklassenbildung da ist, und die brauche ich natürlich auch, ist die Idee des Besuchers jetzt völlig unterschiedlich. Die sagt nämlich Folgendes: Ich habe eine komplexe Objektstruktur, also einen Baum oder einen Graben, der abzuwandern ist. Möglicherweise oder meistens mit einem rekursiven Programm. Ja? Sonst ist es eigentlich ganz uninteressant. Könnten also Tiefensuche vorsehen oder Breitensuche oder Beamsuche oder A-Sternsuche oder die ganzen Suchverfahren, die Sie auf Graphen anwenden können. Ja? Das ist die Idee darin. Und dann sagen Sie, ich baue mir ein Paket von Operationen, und zwar eine Operation pro konkretem Objekt hier in der Objektstruktur. Das ist jetzt insofern, dass ich hier nur zwei Typen habe, aber das kann natürlich weitergehen. Konkretes Element C, D und E und F und so weiter. Für jeden dieser Typen habe ich eine Besucheoperation. Ja? Und ich sage ihm, ich besuche jetzt ein Element A oder ich besuche ein Element B. Das heißt auch so, besuche B oder visit. Daher habe ich also hier, wenn ich mit einem beliebigen Element in der Objektstruktur beginnen will, ja, dann werfe ich auf dieses gewissermaßen mit dem Aufruf nimm entgegen, einen Besucher. Dieser Besucher hat diese Pakete, ist ein Paket von Operationen. Das sind jetzt keine Erzeugeoperationen, wie zum Beispiel bei der abstrakten Fabrik. Ich werfe das also auf das erste Element, das mich interessiert. Und was macht der? Es nimmt entgegen, das macht nichts weiter als den Besucher, den es jetzt bekommen hat, aufrufen und sagen, und ich bin jetzt ein Element vom Typ A, also rufe ich an mir selbst das Besuche A auf. Ja? Und das konkrete Element, bei dem entgegen, der nimmt auch einen nimmt entgegen, nimmt einen Besucher entgegen und ruft daran die Operation B auf. Die nimmt entgegen B für diesen Besucher und der sagt Besuche B, das Besuche B in seinem Rumpf drin. Können natürlich noch weitere Operationen hier unten geben, ja, wenn Sie wollen. Aber diese Art von Struktur ist also sehr interessant, gerade im Übersetzerbau, wo man sehr oft komplexe Datenstrukturen abwandern muss für unterschiedliche Zwecke. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, man kann entweder Code erzeugen, man kann formatieren, man kann Typprüfung machen, man kann optimieren, man kann bestimmte Typen von Knoten umwandeln in andere, in Folgen von anderen meistens. Zum Beispiel könnte ich eine Vorschleife umwandeln in eine While-Schleife, äquivalent, ja. Das sind also so die Zwecke, die man für diesen Besucher hat. Natürlich anwendbar für beliebige Datenstrukturen, die etwas komplexer sind. Natürlich habe ich jetzt noch vergessen, etwas zu tun, zu erklären, wo die Rekursion reinkommt. Ja? Die Rekursion zum Beispiel bei Besuche B. Ja? Wir haben jetzt keine Nachfolger mehr, aber Besuche B würde natürlich sagen, naja, ich bin jetzt an einem Knoten, an dem soll ich besuchen, der ist mir hier gegeben mit dem this. Und jetzt muss ich entweder den linken oder rechten oder den mittleren Ast verfolgen, also rufe ich darauf einfach nochmal nimm entgegen für meine Kindobjekte auf. Ja? Ich sage erst das Kind, hol mir das Kind und rufe daran wieder auf, nimm entgegen mit mir selbst als Parameter, als der Besucher. Ja? Kommen also immer ein Besucher und ein Objekt zustande, um auszuwählen, welche Funktion wirklich ausgeführt wird. Deswegen nennt man das Double Dispatch. Ja, gibt es noch eine Frage dazu? Wer ist verantwortlich für die Rekursion? Ja,
Die Rekursion kommt aus der Besuchefunktion. Also ist der Besucher, der entscheidet, was er mit dem linken, rechten und so weiter Nachfolger macht. Ja? Genau. Noch Fragen? Also der Code, was zu tun ist, steht immer in den Besucheroperationen. Ja? Okay? Wenn es keine Fragen gibt, dann springe ich weiter zu unserem letzten, den wir hatten. Das habe ich zu tun. 101. So weiter. So, jetzt kommt das Kompositum. Ja? Das Kompositum, das sagten wir, das ist, wie gesagt, einfach nichts, es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, wenn Sie ein rekursives Kompositum machen sollen, das sich nachher natürlich mit dem Besucher ablaufen kann. Ja? Das ist der zweite Teil der Besucheridee. Ja, ich mache eine Bestandshierarchie, das ist eine Bestandshierarchie, die sagt, besteht aus, zum Beispiel ihr Dateisystem besteht aus Verzeichnissen, die Verzeichnisse oder Dateien enthalten und die Verzeichnisse enthalten Subverzeichnisse, die enthalten unter Umständen wieder Subverzeichnisse und so fort. Sie haben also eine rekursive Baumstruktur und da sagen wir, gut, das organisieren wir so, nachdem wir da gibt es zum einen die Blattkomponenten, die sind nicht mehr weiter aufteilbar, zum Beispiel die einzelnen Dateien, die sind für unser Dateisystem, das Betriebssystem. Das Dateisystem im Betriebssystem weiß nicht, was sie in die Datei reinschreiben. Ja? Ob das jetzt eine Word-Datei ist, oder eine Excel-Datei ist, oder eine Text-Datei, oder eine Java-Datei, oder eine Klassendatei, oder irgendwas. Es gibt ja hunderte von Klassen, von Typen hier. Sagt das ist ein Element für sich. Hat keine weiteren Unterelemente. Aber es gibt natürlich das Verzeichnis, das ist typischerweise ein Kompositum, das kann weitere Verzeichnisse, aber auch Blätter enthalten. Ja? Es muss sogar mal Blätter enthalten, sonst würde diese Verzeichnishierarchie ja quasi nie aufhören. Ja? Also, was bleibt mir anders übrig, als wenn ich also hier sagen will, ich will mehrere verschiedene Objekte drin haben, ich muss ein gemeinsames Oberklassenobjekt finden, das nennen wir jetzt einfach Komponente. Und das hat eben diese beiden, das Unterklassen und die Assoziation, Aggregation hier nach oben, die sagt, du musst hier Komponenten einbauen, du kannst aber wählen, ob du die Blätter nimmst oder Komposita. Und selbstverständlich kann es viele Blätter geben, wie wir ja bei Swing und so weiter gesehen haben. Da hatten wir ja zum Beispiel das hier, sagten wir, da gibt es den Container. Das ist eigentlich das Oberklassenobjekt ist Component, dann haben die den Container an dieser Stelle schon eingesetzt und dann seltsamerweise daraus auch noch JComponent abgeleitet. Wahrscheinlich, weil fast jeder Komponente noch irgendetwas dazugehört. Und das JComponent, wenn Sie sich erinnern, das hier lädt sich dann in all diese Dinge auf. Ja? Und dann hatten wir dieses Beispiel gesehen. So, das wäre also. Jetzt sind noch ein paar Details zu klären. Normalerweise würde man jetzt ein Kompositum hernehmen und sagen, oh gut, da muss ich jetzt die Kindelemente speichern. Das können Referenzen sein. Ich kann die Referenzen in ein Feld speichern, zum Beispiel. Wir werden gleich sehen, dass es noch mehr Varianten gibt. Aber was passiert, wenn ich ein Element habe, zum Beispiel ein Blatt hier, das in beiden Komposita auftritt? Ja? Dann ist es beim Rückwärtslaufen dieser Strukturen dann nicht eindeutig, wer jetzt der Vorgänger ist. Ja? Ich kann hier wunderbar absteigen, ich komme von dem Kompositum in den Blatt und kann hier natürlich nicht mehr weitermachen, aber wenn das ein Kompositum wäre, wäre wieder eine Rekursionsstufe mehr möglich. Ja? So, aber wenn ich jetzt zurückkomme, sage ich habe einen Vorgängerzeiger, ja, oder eine Elternreferenz, nennen wir es Elternreferenz, dann könnte ich die natürlich zurückverfolgen, einen zweiten Zeiger und komme zu meinem Kompositum hoch. Aber wenn es da zwei gibt davon oder drei oder mehr, dann weiß ich nicht mehr, welcher der Vorgänger war. Ja? Das führt also zu einer Verwirrung. Die gibt es übrigens auch im Dateisystem. Weiß das jemand, wie das gar gelöst ist? Wurde ursprünglich im Unix-System gelöst, ist im Linux-System drin, ist im OS X drin. Wie heißt das Problem da? Keiner hat eine Ahnung? Symbolic Link heißt das. Symbolic Link.
Und zwar ist das in Unix und Derivaten so gelöst, dass Sie sagen, Sie haben erstmal den harten Zeiger. Also für ein Dateisystem ist es extrem wichtig, dass es übersteht. Ja, dass es alle Crashes dieses Rechners übersteht, dass es in sich konsistent ist. Und dazu gehört, dass Dateien, die nicht mehr erreichbar sind, selbstverständlich gelöscht werden, aber nicht in keinem anderen Fall. Ja? Und das ist bei den harten Verknüpfungen der Fall, den Hardlinks. Sagen wir mal, das wäre ein Hardlink, das sagt also, wenn ich das hier lösche, dann verschwindet dieses Blatt, dann wird es abgeräumt und in den Freispeicher der Platte verzeichnet. Ja? Solange ein Hardlink von irgendwoher, von irgendeiner Wurzel her zu einer Datei führt, eine Folge von Hardlinks dorthin führt, wird diese Datei nicht verschwinden. Selbst wenn Sie sagen, Sie können die Datei natürlich löschen, dann verschwindet natürlich auch das Hardlink dafür. So, das Symbolic Link könnte zum Beispiel der hier sein. Der ist aber nicht wirklich im Verzeichnis, in einem Verzeichnis enthalten, sondern ist eigentlich eine Datei in diesem Kompositum, hängt also eine Datei dran und in der steht der Pfad über die Hardlinks zu dieser Datei. Ja, man müsste also hier dieses Ding hier gestrichelt zeichnen. Ja, dass das Softlink sagt, ja, ich zeige auf dieses Blatt, aber das findest du, indem du bei der Wurzel beginnst und dann traversierst bis hier unten runter. Der Benutzer sieht so aus und wird so angezeigt, als wäre dieses Blatt hier mit dem Kompositum drin. So, die Schwierigkeit mit dem Symbolic Link ist natürlich, wenn der Symbolic Link erzeugt wird oder verschwindet, dann hat das keine Auswirkung auf die Existenz des Blattes. Es kann sogar sein, dass das Blatt gelöscht wird und der Symbolic Link bestehen bleibt. Ja? Und dann versuchen Sie, den zu verfolgen und laufen ins Leere. Das führt dann natürlich zu einer Ausnahme, zu einem Fehler. Ja? Also das zu dem Beispiel, dass wenn es mehrere Verweise auf das gleiche Objekt gibt, vorsichtig sein, da gibt es möglicherweise Konsistenzprobleme. Ja? Insbesondere, wenn Sie keine Rückwärtszeiger haben, wenn Sie an der Stelle sind und sagen, ich müsste jetzt natürlich auch die Symbolic Links löschen, dann wissen Sie aber nicht, von woher überall die Symbolic Links auf diese Datei zeigen. Und Sie wollen jetzt nicht die ganze Datei mit Ihren Zehntausenden von Dateien durchsuchen, um zu sagen, gibt es da vielleicht noch einen Symbolic Link irgendwo? Das geht also nicht gut. Ja? Gut, das war dieses Beispiel. Gibt es dazu Fragen? Okay. Dann, das hatten wir schon durchgespürt. Was ist mit der Schnittstelle? Was die Operationen an, Moment, ich blätter mal kurz zurück. Was die Operationen des Hinzufügen, des Entfernen und des Aufzählen der Kindobjekte betrifft. Da sagten wir, man kann es entweder auf die Art und Weise machen, dass man das nur im Kompositum zur Verfügung stellt und ansonsten die gemeinsamen Operationen so weit gemeinsam macht, wie nur gerade möglich, sodass es mir jederzeit möglich ist, sagen, wenn ich hier diesen Baum durchlaufe und ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt im Blatt angekommen bin oder im Kompositum, ich will immer die Funktionen aufrufen können und dürfen und sie müssen erfolgreich sein. Ja, denken Sie an die Zeichenoperationen, da wandern Sie möglicherweise ein tiefes Geflecht von Objekten ab und an jeder Stelle müssen Sie Zeichne oder Draw aufrufen. Da wollen Sie nicht immer unterscheiden müssen, habe ich jetzt ein Kompositum oder nicht, darf ich das, darf ich nicht. Daher die Idee, alle Funktionen, die es nur gibt, in beiden Varianten, in Blättern und in Compositor zur Verfügung haben. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn mit den Compositor-spezifischen Operationen, nämlich hinzufügen oder wegnehmen? Da gibt es diese Variante. Die andere Variante ist zu sagen, ich schwindle ein bisschen. Ich gebe Kindobjekte, gebe bei Blättern gar nichts zurück, sagt einfach, gib mir deine Kindobjekte, gib mir dein erstes Kindobjekt, sagst, ja, ich habe keins. Das ist natürlich auch beim Kompositum möglich, denn das Kompositum kann ja auch leer sein. Das wäre also ganz okay. Hinzufügen und entfernen könnten Fehler erzeugen oder Ausnahmen auslösen. Aber dann sind sie immer da. So, Speichern der Kindelemente. Ja, der Kindelemente in einem Elternkompositum. Das geht so, dass da können Sie Felder anlegen, Listen hernehmen, Mengen oder Hashtabellen.
egal welche Aggregatstruktur Sie nehmen, jede ist erlaubt, möglich und nützlich. Ja? Wenn es aber nur eine feste Anzahl von Kindern gibt, dann können Sie denen direkte Namen geben. Also zum Beispiel in einem Binärbaum, dann sagen Sie links oder rechts. Ein Ternärbaum, dann links, Mitte, rechts. Ja? Und die entsprechenden Operationen dafür, die sagen, hole links, get left oder fetch right und set left, set right. Ja? Oder setze links, setze rechts, wie Sie wollen. Direkte Operationen. Das Auslesen, also wenn Sie eine feste Anzahl von Kindern haben, dann ist mit get left und get right oder sowas natürlich alle Möglichkeiten erschöpft. Wenn Sie Felder, Listen, Mengen und Hashtabellen haben, dann müssen Sie natürlich über diese Elemente iterieren können. Und dann hilft es natürlich schon, wenn das Feld und die Liste und die Mengen natürlich einen Iterator haben. Haben Sie auch. Und sofort können Sie einen Iterator dafür schreiben. For e in dem Aggregat. Geschweifte Klammer auf. Und dann kriegen Sie immer ein D mit dem nächsten Element. Das ist syntaktischer Zucker, der es möglich macht, eben diese Iteration in quasi zwei Zeilen zu schreiben. Ansonsten gibt es natürlich auch jede Menge andere Möglichkeiten. Sie können sagen, ich kann einfach immer nur sagen, gib mir ein Kind mit einer bestimmten Nummer, zum Beispiel 0, 1, 2, 3, 4, 5. Und ich wiederhole einfach, ohne zu wissen, wie viele Kinder es gibt, sag, gib mir einen Nuller. Kriegst du einen Nuller, gib mir einen Einser, kriegst du einen Einser, gibst einen Zweier, gibt es aber nicht, bekommst du 0. Null zurück und dann weiß man auch, dass ich am Schluss bin. Dann brauche ich keinen Iterator, aber ich muss natürlich die entsprechende Wahlschleife selber schreiben. Was ja auch nicht schwierig ist. Ja? Iteratoren werden wir, oder haben wir schon? Haben wir schon gehabt, ja? Haben wir schon gehabt. So, das war also die Bemerkung zum Kompositum. Gibt es noch Fragen zum Kompositum? Okay. So, Dekorierer. Der sagt einfach, wie der Name sagt, ich dekoriere ein Objekt mit zusätzlichen Eigenschaften, erhalte aber die ursprünglichen Operationen. Der Zweck ist, dass ich sage, ich zeige Ihnen ein Beispiel. Beispiel geht es am schönsten. Das wäre das hier. Nehmen wir an, Sie haben eine Textanzeige, eine nackte Textanzeige, gibt Ihnen nur Text wieder. Ja? Sie können nicht mal drin rumschieben. Ja? Und dann sagen Sie, das reicht mir nicht, ich möchte aber einen mit Rollbalken haben. Dann bauen Sie sich um diese Textanzeige einen Rollbalken-Dekorierer rum. Ja? Und dann sagen Sie, naja, aber das hat jetzt einen zu dünnen Rahmen. Dann geben Sie sich noch einen Rahmendekorierer und hoffentlich haben Sie dann am Schluss dieses Bild, das Sie zeigen wollen. Aber Sie können immer noch diese Textanzeige an einer anderen Stelle ohne diese Verschwendungen auch aufmachen und anzeigen. Ja? Wie organisiere ich das? Das ist so einfach, das ist fast peinlich. Wie immer brauchen Sie dann, wenn Sie etwas Varianten von etwas haben, brauchen Sie eine gemeinsame Oberklasse. Das haben wir jetzt langsam gemerkt. Also hier ist meine konkrete Komponente, zum Beispiel die Textanzeige. Die hat dann Methoden 1 und 2. Die wird in der Oberklasse vorgeschrieben als abstrakt. Und dann gibt es einen Dekorierer. Der Dekorierer ist natürlich eine Unterklasse. Der implementiert die Methoden 1 und 2. Zum Beispiel, indem er diese Methoden 1 und 2 aufruft und davor und danach etwas zusätzlich macht. Ja? Er hat natürlich auch eine Referenz auf, hier steht es ja, eine Komponente. Komponente ist die Oberklasse, also darf ich diese Referenz natürlich mit der konkreten Komponente erfüllen, aber auch mit einem anderen Dekorierer. Ja? Zum Beispiel den hier unten könnte ich auch auswählen. Als hier in diesem Verweis und der Ergebnis wäre, dass ich die Methode 1 so schreiben muss, dass es diese Assoziation verfolgt, wo immer sie hinführt. Hier kommt ein konkretes Beispiel, eine visuelle Komponente, die hat die Methode Zeichnen, abstrakt. Ja? Hier ist die Textanzeige, die ist Zeichnen. Ja? Die implementiert das Zeichnen für die Textanzeige. Der Dekorierer hier ist noch ein abstrakter Dekorierer zwischengeschaltet, muss ich aber nicht machen, aber können wir. Der sagt, naja, zur Sicherheit gebe ich gleich mal eine Zeichenoperation vor. Ich weiß zwar noch nicht, was die Erweiterungen sein werden, aber ich nehme einfach die Komponente her und rufe auf der Zeichnen auf. Ja? Das heißt also, diese Komponente beim Dekorieren muss auf irgendeine Textanzeige gestellt sein. Sonst geht es natürlich nicht. Ja? Null darf sie nicht sein und das hier oben
darf es ja auch nicht sein, denn das ist ja abstrakt. So, dann habe ich einen Scroll und einen Rahmendekorierer. Ja, Scrolldekorierer. Der sagt jetzt Zeichnen. Zum Beispiel schauen wir uns die Zeichenoperation der hier aus. Der sagt also zuerst, ich nehme meiner Superklasse das Zeichnen-Funktion her. Wie geht die? Die zeichnet die Textanzeige und dann zeichne ich den Rahmen. Ja, ihr könnt ja auch davor sein. Okay, so. Was haben wir gesehen? Ist das das gleiche wie der Stellvertreter? Ist dem Stellvertreter sehr ähnlich? Denn sowohl der Stellvertreter als auch der Dekorierer müssen die gleiche Funktionalität zur Verfügung stellen, sich also ersetzen lassen. Ja? Nur beide fügen auch Objektfunktionalität dazu, aber der Stellvertreter wird meistens für etwas anderes benutzt, nämlich so eine Zugriffssteuerung, kann die Latenz verstecken, kann Methoden verstecken, die es in der Zielklasse gibt, die aber nicht zur Verfügung stehen sollen. Dann brauche ich einen Stellvertreter, der das gewissermaßen die Schnittstelle verknappt. Ja? Da gibt es immer ein Objekt mit eigenem im Hintergrund. Okay, das war der Dekorierer und dann sind wir schon fertig mit den Variantenmustern. Gibt es Fragen zu irgendeinem davon? Muss das so gemacht sein, dass die Reihenfolge der Dekorierer egal ist? Nö, eigentlich nicht. Das kann durchaus wichtig sein, was zuerst kommt. Ja. Das hängt jetzt von der Anwendung ab. Ja. Alles, was ich brauche, ist eben immer, dass irgendwie eine Verkettung habe zu einem endlichen Objekt oder Element, das sich selbst, dass die Ursprungsfunktionalität auch wirklich erfüllt. Ich kann nicht von einem Dekorierer zum nächsten Dekorierer nie was tun. Ja? Gut, Decorator war das. So, jetzt kommen die Muster, die mit Zustandshandhabung zu tun haben. Die sind jetzt meistens nicht mehr mit verschiedenen Varianten ausgeführt, bis auf eines, das werden wir gleich sehen. Ein bekanntes ist das Singleton oder das Einzelstück. Das ist etwas seltsam, denn dieses Einzelstück ist dazu da, zu sagen, ich habe zwar eine Klasse, im Prinzip kann ich von der Klasse viele Objekte erzeugen, aber ich will sicherstellen, dass von dieser Klasse genau ein Objekt erzeugt wird und nicht mehr. Genau ein Objekt. Ich zeige Ihnen gleich, wo das vielleicht nützlich ist, aber zunächst mal zeige ich Ihnen, wie das funktioniert. Das ist nämlich auch wieder passt peinlich einfach. Ja. Peinlich einfach ist folgendes. Sie haben hier dieses Einzelstück. Und Sie haben einen Verweis hier, der sagt hier, wo das einzelne Objekt ist. Ja. Wir sind ja hier in der Klasse. Dieses einzige Exemplar ist ein Verweis auf das Objekt, das alleine steht, ja, für alle. Und Sie machen den Konstruktor dafür unsichtbar für andere Klassen in anderen Paketen, indem Sie es als privat erklären und ergeben sich einen neuen Konstruktor, der muss meistens einen anderen Namen haben, nicht in allen Programmiersprachen, aber wahrscheinlich in den meisten, sagen Sie einfach gib Einzelstück und der gibt natürlich ein Einzelstück zurück. Und was macht der? Und da kommt eben die Trivialität ins Spiel. Der prüft, ob das einzige Exemplar hier oben, das ist übrigens ein statisches Element, muss ja ein Klassenvariable sein, ja, keine Instanzvariable, ob das noch null ist. Wenn das noch null ist, dann ruft er den Konstruktor auf, das ist hier möglich, denn ich bin ja noch in der gleichen Klasse, obwohl das privat markiert ist, und speichert es. Und dann gibt es das einzige Exemplar zurück. Und wenn das einzige Exemplar schon da ist, na gut, dann wird eben das zurückgegeben. Ja, also er sagt, gibt es schon eins? Wenn ja, kriegst du. Wenn nicht, mache ich es und kriegst du. Ja? So, wo braucht man das? Das braucht man dann, wenn man nicht sicher sein kann, wer oder wann das dieses eine Einzelstück erzeugt. Ja, natürlich können Sie sagen, was soll das? Diese Logik brauche ich nicht. Ich weiß ja, dass ich nur ein Objekt davon angelegt habe. Ja? Aber wenn Sie das nicht mehr sicherstellen können, zum Beispiel bei großen Bibliotheken, zum Beispiel in Swing, diese Grafikbibliothek, die ist ja riesig, ja? Da gibt es einen Graphics-Toolkit und der enthält alles mögliche Zeugs von den ganzen
Zeichensätzen zum Beispiel, alle Zeichensätze in allen Größen, in allen Schriftarten, also kursiv, fett, normal, unterstrichen und so weiter. All diese Daten, das ist ein riesen Datenverhau. Ja? Können Sie sich gut vorstellen. Und noch viele andere Dinge. Und diese Graphics Toolkit, den wollen Sie wirklich nur einmal anlegen. Das ist ein Riesenobjekt. Das allein anzulegen kostet schon Zeit. Also machen Sie das, nehmen Sie das als Einzelstück. Ja? Und natürlich wissen Sie jetzt, als API-Developer, also als derjenige, der die Bibliothek herstellt, wissen Sie nicht, wann dieses Graphics-Objekt das erste Mal gebraucht wird und wer das und welche Komponente das aufrufen wird. Also machen Sie es auf diese Art und Weise, sagen, es gibt hier einen besonderen Konstruktor, der sorgt dafür, dass es dieses Objekt nur einmal gibt. Ja? Das war es auch schon. Schauen wir uns nochmal die Nutzen an. Eine einzige Instanz geben soll und diese Instanz an einer bekannten Stelle zugänglich gemacht werden soll, also über diesen Klasse. Wenn es nicht einfach ist festzustellen oder unmöglich ist, wer die erste Instanz anlegt, dann brauchen Sie eben diese Logik, sagt, habe ich schon angelegt, dann, wenn ja, dann nicht, andernfalls erzeugen. Ja. Und wenn die einzelne Instanz durch Unterklassenbildung auch noch erweiterbar sein soll. Ja, das geht natürlich auf Unterklassen dann weiter. So, gibt es dazu Fragen? Ja, ist relativ einfach. Wir merken uns einfach, das Einzelstück gibt mir einen Zugangspunkt zu dem einzigen Objekt einer Klasse. Fertig. Fliegengewicht. Das ist jetzt etwas komplizierter. Ja? Beim Fliegengewicht sagen Sie Folgendes. Sie sagen, ich habe Schwierigkeiten mit der Anzahl der Objekte. Sagen wir mal, Sie haben sehr, sehr viele Tausende von Objekten einer bestimmten Klasse oder auch Unterklassen. Die enthalten alle Daten. Aber bei vielen sind die Daten, die enthalten sind, die gleichen. Ja, ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel. Ich überspringe erstmal diese Teil. Zum Beispiel stellen Sie sich vor, Sie sagen, ich mache jetzt einen Texteditor und ich mache das jetzt wirklich sauber objektorientiert. Das heißt, für jedes Zeichen, das in dem Objekt, in dem Editor ehemals gebraucht wird, werde ich ein Objekt anlegen. Von der Sorte, welches Zeichen bist du, welche Größe hast du, welche Farbe hast du, welche Schrifttyp bist du, also ist Helvetica oder Lucida oder Times oder was immer, also wissen selbst, für jedes Zeichen habe ich da ein ganzes Objekt, das das alles angibt. Oh, was brauchen wir noch? Ja, die Schriftart von normal, fett, kursiv, unterstrichen, all das tiefgesetzt, hochgestellt, all diese Informationen stecke ich in jedes einzelne Objekt rein. Jedes einzelne Zeichen, das sehen Sie schon, müssen Sie aber wirklich viel aufbewahren, ja, wirklich viel Information aufbewahren für ein einzelnes Zeichen. Und dann wollen Sie mal eine Masterarbeit oder eine Bachelorarbeit schreiben und dann würde eben dieser Editor ziemlich schnell aus den Fugen geraten, weil sie gar nicht mal so viel Speicher haben, um das alles auf diese Art und Weise zu speichern. Also sagt man sich, naja, statt das zu machen, weiß ich doch, dass die Eigenschaft zum Beispiel der Schriftart, ja, für weite Strecken gleich ist, ja, ist wahrscheinlich für das ganze Objekt gleich, oder so ziemlich gleich, außer für die Beispiele, ja. Und es ist immer schwarz, ja. Es ist immer Helvetica und es ist immer schwarz und es ist 18 Punkt. Und gelegentlich ist die Überschrift halt dicker und größer. Dann bräuchte ich eigentlich nur da was anzugeben, ja. Also gehen Sie her und sagen Sie, Sie externalisieren diesen Zustand aus diesen Zeichen. Sie sagen nicht mehr, ich nehme ein ganzes dickes Objekt, das alle Informationen braucht, ohne sich um den Kontext zu kümmern, aber ich könnte es natürlich jetzt zeichnen. Ja. Haben noch die Position ganz vergessen, ja. Die Position muss ich auch noch angeben. Stattdessen sage ich, ich externalisiere das. Und zwar so, dass ich, sagen wir, für eine Spalte habe, ich schreibe eine ganze Spalte oder eine Seite und dafür halte ich das fest. Einmal, an einer Stelle, da haben wir Helvetica Größe 18 und schwarz und nicht unterstrichen. Ja. Und da, wo ich es ändere, für ein einzelnes Zeichen nehme ich ein dickes Element, das das alles enthält, oder, und das ist ja auch eigentlich selten, nur beim Tief- oder Hochstellen ist es so, dass Sie vielleicht ein einzelnes Element haben. Sie haben immer ganze Wörter oder vielleicht eine ganze Zeile oder eine ganze Überschrift.
die in einer bestimmten Schriftgröße gehalten werden muss, dann externalisieren sie auch davon und merken sich nur noch den Zeichencode. Und das ist dieses Beispiel, was ich hier sagen will. Sie haben einen Zeicheneditor, der legt Spalten an und die Spalten bestehen natürlich aus vielen, vielen Zeilen. Jede Zeile enthält Wörter, zum Beispiel ist hier das Wort Beispiel drin. Und das sehen Sie schon, das E und das E kommt zweimal vor, das I übrigens auch. Und anstelle jetzt zwei E's anzulegen, lege ich genau ein E an. Nämlich in diesem Fall ist es so einfach, dass ich mit einem einfachen Code zurechtkomme, nämlich dem Unicode 2 Bytes. Vielleicht auch nur ein Byte, wenn Sie wollen. Den Unicode nicht benutzen wollen. Und das ist alles, was ich brauche. Aber ich merke mir dann für diese Zeile oder gleich für die ganze Spalte oder für einen Abschnitt auf einer Zeile oder über mehrere Zeilen hinweg, was die externen Attribute sind. Das nennt man den extrinsischen Zustand. Den intrinsischen Zustand, das ist der für das einzelnen Zeichencode in diesem Fall. Kann natürlich auch ein Objekt sein. Aber wenn Sie Daten haben, die für weite Strecken für viele Objekte gleich sind, dann externalisieren Sie das. Ja? So, und jetzt können wir uns dieses Beispiel anschauen. Da spricht man hier von dem Fliegengewicht. Also dieses überbliebene intrinsische Zustand ist meistens sehr klein, daher leichtgewichtig, ein Fliegengewicht. Ja? So, da brauchen Sie zunächst mal, wo fangen wir hier an? Da gibt es einen Klienten, der das alles benutzt. Ja? Es gibt eine Fliegengewichtfabrik, die gibt Ihnen ein Fliegengewicht zurück. Ja? Und es sagt auch noch Folgendes: Wenn das Fliegengewicht mit dem gegebenen Schlüssel schon existiert, dann nicht mehr erzeugen. Das ist also schon wieder das Einzelstück mit eingebaut hier. Ja? Dann gibt es einfach zurück, sonst andernfalls erzeuge das, füge es in die Menge der Fliegengewichte ein und gibt das neue Fliegengewicht zurück. Das ist erstmal erzeugen, dann bekommen Sie also hier, in unserem Fall würden Sie das gar nicht mal brauchen für einen Texteditor, wenn Sie nur einen Code speichern. Wenn Sie ein Objekt, ein ganzes Objekt speichern, ein Fliegengewicht-Objekt mit mehr als einem Code, dann brauchen Sie das hier natürlich. Ja? So, dann führen Sie an diesem Fliegengewicht, natürlich wollen Sie Operationen ausführen. Ja? Dazu brauchen Sie wieder mal eine Schnittstelle, denn es gibt ein konkretes Fliegengewicht. Das hat nur seinen intrinsischen Zustand. Ja? Aber es gibt eine Operation, die führt auch auf den extrinsischen Zustand. Den müssen Sie jetzt irgendwie an die Operation übergeben, denn sonst finden Sie den nicht. Ja? Und in unserem Fall ist es einfach so, da baue ich mir eben Datenstruktur für den Texteditor, der mir sagen kann, was ist denn mein extrinsischer Zustand an der Position im Text? Ja? Das muss ich gar nicht im Objekt speichern, sondern das kann ich einfach sagen, ich bin jetzt an der und der Position, wo ist der zuständige Information über Schrifttyp, Farbe, Größe und so weiter. Ja? Und dann gibt es noch ein getrennt genutztes konkretes Fliegengewicht, das hat alles drin, sagte ich Ihnen auch schon. Wenn Sie ein Einzelzeichen haben, dann machen Sie das nicht mehr mit Kontext, sondern Sie sagen, jetzt speichere ich halt alles. Das habt ihr den gesamten Zustand. Die Operation extrinsische Zustand, da müssen Sie den Gesamtzustand mit übergeben. Ja? So, das ist also die Idee. Externalisieren von Informationen, das der gleiche ist für viele Elemente. Genau, das haben wir schon gesagt. So, wann brauchen wir das? Eine große Menge von Objekten und die Speicherkosten aufgrund der Anzahl der Objekte einfach hoch sind. Wenn ein Großteil des Objektzustandes in den Kontext verlagert und damit extrinsisch oder externalisiert gemacht werden kann und viele Gruppen durch relativ wenig gemeinsame genutzte Objekte ersetzt werden, sobald einmal der extrinsische Zustand entfernt wurde. Ja? Das hatten wir ja gesehen. Wir hatten natürlich tausende von Buchstaben in einem Textdokument, aber wir haben nur, 128 verschiedene Zeichen. Und sobald wir das haben, braucht man nicht mehr als 128 Objekte an sich. Ja? Das geht also selbstverständlich auch. Und wir verlieren damit natürlich die Identität der einzelnen Objekte. Das haben wir gesehen, das E ist nicht das E, das als erster Stelle oder zweite Stelle im Wort Beispiel sitzt, sondern wir wissen das nicht vom Objekt selbst. Aber brauchen wir auch nicht mehr, denn was dann noch übrig bleibt in dem Fliegengewicht, ist für alle gleich. So, da sind wir schon fertig mit dem auch, ja? Fragen dazu? Alle Klarheiten beseitigt?
Okay, dann gehen wir weiter. Das nächste ist auch ziemlich einfach. Das ist das Memento. Da sagt man, ich möchte ein Objekt, den Zustand eines Objektes retten, bevor ich ihn überschreibe. Ja? Das heißt also, Sie externalisieren den internen Zustand des Objektes, ohne seine Kapseln zu verletzen. Das ist jetzt wieder wichtig, das erkläre ich gleich nochmal, sodass das Objekt später in diesen Zustand zurückversetzt werden kann. Wo brauche ich denn das? Wo brauche ich das? Eine Idee? Ich habe ein Objekt, dessen Zustand ist da, ich will ihn überschreiben, vorher rette ich ihn, sodass ich ihn zurücksetzen kann. Undo. Ja? Undo. Funktion, die Sie jeden Tag benutzen, wenn Sie irgendwo an einem Dokument oder sonst so arbeiten. Sie haben was geändert, oh, das war scheiße, Entschuldigung die Sprachsprache, aber ich will zurück, das war es nicht. Die Undo-Funktion arbeitet genau damit. Ja? Die Datenstruktur, die Sie gerade geändert werden, haben oder das Element, das Sie gerade ändern, wird notiert, in eine Warteschlange in eine Schlange eingereiht und wenn Sie dann Undo sagen, dann wird das Ding wieder hervorgeholt. Können natürlich auch mehrere sein pro Undo-Funktion. Müssen wir dann schon hinkriegen. Das ist also der eine Zweck. Ich könnte es auch für ein Redo benutzen übrigens. Und der nächste Punkt war, ohne seine Kapselung zu verletzen. Ja? Also wenn ich jetzt da primitiv hergehen würde und sage, okay, ich habe hier meine Objektstruktur und jetzt will ich eine Undo-Funktion verwirklichen, dann muss ich bei jedem Objekt, das es in meiner Anwendung gibt, natürlich die Daten rausziehen können. Was wiederum heißt, ich muss jedes Attribut öffentlich machen. Dann sage ich, das will ich aber nicht. Ich will jetzt nicht, nur weil ich eine Sicherungskopie anlegen will, will ich nicht die ganze Datenstruktur sichtbar machen für überall im Gesamtsystem. Das würde ja dem Kapselungsprinzip widersprechen, dann könnte ich da auf die Attribute zugreifen und wenn ich dann eines der Attribute mal ändern will oder löschen will, nach dem Geheimnisprinzip ersetzen will durch eine andere Implementierung, dann fliegt mir alles um die Ohren. Ja? Ich will das also kapseln und das ist auch eigentlich relativ einfach zu erledigen, nämlich dass Sie das Erzeugen des Zustandes, des Mementos, so heißt das Ding, das Sicherungskopie, eben im Urheber selbst durchführen lassen. Ja? Also Sie haben das ursprüngliche Objekt, das nennen wir jetzt mal Urheber, ja, das hat einen Zustand, ist natürlich eine, mehrere, viele Variablen, kann ein ganzes Geflecht von Objekten sein. Aber hier haben Sie gewissermaßen den Zugriff drauf und da haben Sie einfach eine Methode, die dieses Element selbst sichern kann. Die sagt, sichere Zustand und sagt, gut, da liefere ich ein Memento zurück. Und was macht es? Naja, es erzeugt ein neues Memento, das ist die Sicherungskopie, übergibt dem den Zustand, das heißt, dieses Memento kriegt die Information, die es sichern muss, über einen Parameter, nämlich den Konstruktor, muss ich natürlich jetzt übergeben, aber ich muss jetzt den Zustand nicht öffentlich machen. Ja, ich übergebe ihn ja an das Memento hier per Parameter und bin damit auf der sicheren Seite. Und umgekehrt muss ich es auch machen, gibt Zustand, gibt natürlich Informationen zurück, die ich dann wieder abspeichern kann, zum Beispiel beim Restaurieren, das sagt sich, gib mir den Zustand zurück. Was ich noch machen kann, ist, ich kann auch versuchen, die Information zu komprimieren. Ja, also wenn dieses Objekt der Urheber eben sehr viele Daten enthält, kann ich mir überlegen, ob es sinnvoll ist, die Daten irgendwie zu komprimieren, vielleicht gar nicht mal alle Daten zu sichern, weil der Rest der Daten von den Gesicherten erzeugt werden könnte und so fort. Das kann man sich also auch noch überlegen. Aber diese Komprimierung des Zustandes, ja, muss ich dann wohl hier im Urheber auch machen. Das kann nicht das Memento machen, denn es weiß ja nicht, wie das alles zusammenhängt. Ja? Das Dekomprimieren genauso. Aber von der Programmierlogik ist es denkbar einfach. Sie nehmen die 23 Variablen, die hier im Zustand ausmachen, übergeben sie dem sichere Zustand in der Memento-Zustand-Liste und haben dazu den entsprechenden Zustand gesichert. So. Und das Memento ergeben sie in den Aufbewahrer. Ich sagte schon, da bietet sich eine Schlange an, sodass die Undo-Operation das letzte Memento dort abholt und wieder zurückspeichert. Wo brauchen wir das? Achso, hier kommt noch ein Beispiel, ein interaktives Rollenspiel.
haben sie gebaut und haben Hunderttausende von Spielern, die dieses Spiel durchführen, aber leider ist es so, dass sie den Spielzustand, den Level noch nicht sichern können und alle flehen sie an, das bitte schön zu machen, damit man nicht immer das Spiel von vorne anfangen kann. Wie mache ich das? Naja, hier ist mein Klientprogramm, da ist ein Spielstand, der wird mit Spielpunkt sichere Spielstand gesichert, ja, das ist das Spielememento. Und hier werde ich das Spiel restaurieren, restauriere Spielzustand mit diesem Spielzustand, den ich vorher gesichert habe. Ja? Das könnte also hier dazwischen die Logik sein, die das Programm beendet und Ihnen erlaubt, es neu zu starten. Und hier würde ich dann die Restauration machen. Und das ist jetzt denkbar einfach, wie gesagt, fast primitiv. Das Spielmemento in diesem Fall enthält nur ein Integer, denn der Spielstand besteht auch nur aus einem Integer. Und dann muss ich natürlich jetzt einen sicheren Spielstand haben, das ich hier aufgerufen habe und das den Spielmemento mit dem Spielstand erzeugt und zurückgibt. Ja? Und wenn ich dann restauriere, Spielstand mache es und dann geben sie mir ein Spielmemento und dann rufe ich einfach das Spielstand zurück. Das ist hier implementiert und auch in diesem Fall wieder denkbar einfach. Ich habe gleich ein komplexes Beispiel, weil es nur um ein Integer geht. Ja? Aber hier haben wir die ganze Signaturen und alles steht dabei. Und und jetzt kommt natürlich das Problem, was ist, wenn das kein Integer ist, sondern ein Objekt? Ja, das ist dann nur als Referenz gespeichert, zeige also irgendwo hin auf ein anderes Objekt. Das heißt natürlich, es reicht nicht, nur die Referenz zu sichern. Denn dieses Objekt kann sich auch ändern, ohne dass ich es merke. Ja, also muss ich das ganze Objekt sichern. Wenn dann wirklich noch etwas dranhängt, dann muss ich das auch sichern. Und wenn diesen Objekten auch noch was dranhängt, muss ich das auch noch sichern. Eine sogenannte tiefe Kopie anfertigen. Ja? So, hier kommt noch ein Beispiel. Also wenn man sein Memento nicht hat und ich habe zum Beispiel hier diese Situation, zwei Objekte auf meinem Bildschirm, verschiebe eines davon, dann gibt es hier diese neue Linie und dann schiebe ich das Ding wieder zurück an seinen ursprünglichen Platz. Dann kann es sein, dass dir diese Verbindungslinie hier erscheint, anstelle schön in der Mitte. Da habe ich möglicherweise nicht alle Informationen über diese Linie gerettet. Und daher geht das Undo daneben. Moment, dachte ich, ich hätte... Okay, das mit dem Sichern des tiefen Spielzustandes sollte Ihnen jetzt klar sein. Ich habe auch ein Beispiel dafür, aber das erscheint erst beim nächsten Beispiel, nämlich beim Prototypen. Ja? Also zunächst mal Memento. Gibt es da noch Fragen dazu? Das stimmt. Also die Bemerkung war, die war ganz richtig, dass ich, wenn ich einen Spielstand zum Beispiel habe, gebe ich eigentlich alle Informationen auch frei. Und das müsste ich auch in diesem Memento haben. Aber ich kann das Memento ja an den Urheber knüpfen. Ich brauche also ein neues Memento für eine neue Memento-Klasse für jede Klasse, die ich sichern will. Ja? Und die kann ich dann zusammenpacken in ein Paket. Ja? Und dann muss ich nicht alles offenlegen. Ja? Okay, genau, Sie machen das dann private. Jawohl. Genau. Noch Fragen? Okay. So, ein nicht ganz das Gleiche, aber schon ein bisschen verwandt ist der Prototyp. Prototyp sagt nämlich, wenn ich ein Objekt erzeuge, rufe ich nicht den Konstruktor auf, sondern kopiere ein existierendes Objekt. Kloniere. Ja? Klonieren, deswegen gibt es da eine Menge von Objekten, die ich klonieren kann, wenn ich sie brauche. Das ist natürlich auch ziemlich einfach. Sie können zum Beispiel sagen, die Operation Clone einführen. In Java gibt es die Operation Clone ja bereits. Die macht allerdings nur eine seichte Kopie, das werden wir gleich sehen. Sie könnte nur eine Schnittstelle sein. Und da gibt es verschiedene Klassen für Objekte, die nur dazu da sind, Kopien von sich selbst zu erzeugen. Ja? Und wenn Sie etwas haben wollen davon, rufen Sie natürlich die Klonierfunktion auf. Ja? Das ist also überhaupt nicht schwierig.
Wir wollen aber erstmal anschauen zu einem Beispiel mit Java, wo ich die Clone-Operation benutze, wie gesagt, die schon vordefiniert ist. Nehmen wir an, wir haben eine ArrayList mit einem bestimmten Typ, die Clone-Operation dafür und ein Datum. Ja? So, und dann haben Sie hier einen Kalender als Beispiel und Sie haben eine ursprüngliche ArrayList vom Typ Datum. Wir nennen sie AL, die haben sie erzeugt und haben Daten abgespeichert, ja, als Objekte in dieser Liste. Die Liste besteht also aus einzelnen Elementen, die Zeiger haben zu den Daten, die sie hier als andere Klasse haben. Ja. So, und jetzt machen Sie eine ArrayListe AL2 und rufen auf, Sie klonieren das AL mit AL-Clone. Was bekommen Sie da jetzt? Ja. Das nehmen wir an. Ich müsste also echt nachschauen, ob die Array-Liste das wirklich so macht, aber wir nehmen erstmal an, dass Kloniere dann hergeht und die Liste kopiert. Die Liste kopiert. Also nicht nur den Kopf der Liste, sondern die einzelnen Listenelemente. Und die Listenelemente haben jetzt natürlich Zeiger zu den ursprünglichen Objekten. Das kann gut sein, kann aber auch nicht so gut sein. Ja? Es kann sein, dass sie dann später die Originalobjekte ändern und dann merken Sie das natürlich auch bei den klonierten Objekten und Sie bräuchten eigentlich eine komplette Kopie. Daher müsste ich jetzt mal sagen, für alle, jedes Datum hier in der AL-Liste, ja, müsste ich nochmal das Datum selbst klonieren und hinzufügen. Was ich jetzt ausgelassen habe, ist das Löschen der alten Kopien. Ja? Also, je nachdem, was diese Klonieroperation macht, kann sein, dass sie eben nicht rekursiv alles aufsammelt, das noch dranhängt. Das heißt, es macht vielleicht nur eine Kopie der Stufe 1. Das heißt, sie haben dann Gleichheit nur der Stufe 1, aber nicht für alle Elemente, die noch weiter dranhängen. Je nachdem, was sie brauchen, müssen sie eben überlegen. In der Regel wird man beim Klonieren alles klonieren, was man von dem Objekt aus erreichen kann. Ja? Seichte Kopie, bei einer seichten Kopie werden alle Attribute kopiert, einschließlich der Referenzen auf andere Objekte. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht sicher, ob die Klonieroperation überschrieben ist in der ArrayListe. Wenn sie nicht überschrieben ist, dann hat sie nur ein, zwei Attribute, nämlich einen Zeiger auf eine Liste. Und das hilft natürlich nicht viel. Ja. So, wann brauche ich das? Ja? Wollen wir zurücktreten einen Augenblick und überlegen, wann wir das brauchen? Wird verwendet, wenn das System unabhängig, wie seine Produkte erzeugt, zusammengesetzt und repräsentiert werden. Also Sie wollen eine Freiheit haben über bestimmte Projekte, ohne jeweils im Einzelnen wissen zu müssen, welches Objekt brauche ich da. Was da eines Aufbaus wesentlich mehr Zeit erfordert, als eine Kopie anzulegen. Aufbauen kann sein, dass Algorithmen ablaufen müssen, die eine gewisse Zeit dauern. Dann sagen Sie, gut, dann mache ich mir einen Satz, lege ich mir fertig vor und lass die kopiert werden. Wenn die Klassen zu erzeugender Objekte erst zur Laufzeit spezifiziert werden, zum Beispiel durch dynamisches Laden, dann ist manchmal auch Klonieren schneller und einfacher. Um eine Klassenhierarchie von Fabriken zu vermeiden, die parallel zur Klassenhierarchie der Produkte verläuft. Also bei der Klassenhierarchie meine ich, Sie haben eine Klassenhierarchie von Objekten, die 5, 6, 7 Stufen. Und dann brauchen Sie natürlich für jede dieser Ebene eine Fabrik. Und das wollen Sie vermeiden. Das können Sie vermeiden unter Umständen, indem Sie eine Fabrik haben, die nur kopiert. Ja? Oder wenn die Objekte zwar Daten enthalten, aber nicht alle möglichen Kombinationen vorkommen, der Werte. Ja? Also Sie haben zwei Integer, aber wenn die eine Integer größer 0 ist, dann können die anderen nur bestimmte Werte annehmen, das heißt also nicht alle möglichen Kombinationen sind möglich, dann ist es manchmal möglicher, einfacher einfach Prototypen für die erlaubten Kombinationen vorzulegen, sie in irgendeiner Menge abzuspeichern und dann Kopien davon zu machen. Ja. Also das Klonieren braucht man schon gelegentlich und da muss einem zumindest klar sein, wie tief man kopieren will. Gibt es Fragen dazu? Aber wie gesagt, ist auch ein einfaches Muster. Ist kein Visitor-Besucher.
So, Zustand. Das Zustandsmuster, Sie erinnern sich, wir hatten über Zustand gesprochen, da sagten wir, ein Objekt verhält sich unterschiedlich, wenn es in einem unterschiedlichen Zustand ist. Ja? Und den Zustand kann man sich natürlich auf ganz einfache Art und Weise merken. Man hat eine Ganzzahl und die hat die Werte 0, 1, 2, 3, 4, 5 für die sechs verschiedenen Zustände. Wäre eine Möglichkeit. Schlauer wäre natürlich, einen enumerierten Typ zu nehmen, zum Beispiel für eine Ampel. Würde ich sagen, es gibt gelb, grün, rot und gelb, grün und gelb, rot. Ja, diese fünf Zustände. Und sie einfach benennen und abspeichern. Das ist eine Möglichkeit. Wir werden aber noch eine ganz andere sehen. Da ändere ich nicht eine Variable, sondern wähle ein anderes Objekt. Und dieses Objekt gibt mir den Zustand vor. Ja, also dann würde ich zum Beispiel wenn ich eine grüne Ampel wollte, eine grüne Ampel-Objekt erzeugen und mit dem arbeiten. Das ist aber so kompliziert, dass es, ohne dass ich Ihnen zeige, wie das implementiert wird, schwierig ist. Darum verschieben wir das auf das Implementierungskapitel. Ja? Also Sie haben einfach einen Zustand und der Zustand wird durch unterschiedliche Klassen realisiert, nicht durch eine Ganzzahlvariable oder einen enumerierten Typ, sondern mit Klassen. Ja? Sie haben also für jeden Zustand eine andere Klasse und können von der Klasse natürlich ein Objekt erzeugen und dieses Objekt weiß ganz genau, mit seinen Methoden, die enthalten sind, in welchem Zustand es sich befindet. Aber das bewahren wir uns auf für einen späteren Zeitpunkt. Hat übrigens auch damit zu tun, dass man wieder switchless programmiert. Ich muss nämlich dann nicht mehr immer unterscheiden in einzelnen Methoden. Bin ich in dem Zustand? Sondern Sie haben jeweils ein Objekt, das genau die Methoden enthält, mit dem Verhalten, das Sie in dem gegebenen Zustand, konkreten Zustand 1 in diesem Falle, brauchen. Ja, aber das ist jetzt Zukunftsmusik, das passt jetzt nicht so recht, weil wir über Implementierung sprechen müssen. Das ist also komplizierter Code erforderlich, um das wirklich gut zu machen. Wir müssen ja noch Eintrittsaktionen und Austrittsaktionen verwirklichen, wir müssen fehlende Operationen verwirklichen und so weiter. Da hängt ziemlich viel dran, bis das richtig gut funktioniert. So. Damit sind wir also mit den Zustandshandhabungsmustern schon fertig. Jetzt kommen aus die letzte, vorletzte Klasse, die Steuerungsmuster. Die sind übrigens auch nicht kompliziert. Ja, das erste ist der Befehl oder das Kommando oder Command. Und da sagt man, dass ich eine Aktion, die auszuführen ist, ich habe eine Methode, die auszuführen ist, die möchte ich mir merken und zu einem späteren Zeitpunkt ausführen. Ja, das kann ich soweit noch nicht ohne dieses Muster. Ja, und wie geht das jetzt? Ich sollte vielleicht auch sagen, wo ich das brauche, um die Operationen zum Beispiel in eine Warteschlange zu stellen, um sie später aufgerufen zu werden, ein Logbuch zu führen und auch Operationen rückgängig zu machen. Ja, wir haben schon gesehen, das kann ich mit Memento machen. Ich kann das übrigens auch mit dem Kommando machen. Was kann ich noch damit tun? Das Kommando brauche ich ganz, ganz dringend für interaktive Schnittstellen, wo Sie auf Objekte, zum Beispiel Knöpfe, Menüeinträge klicken und dann erwarten, dass eine Operation ausgeführt wird. Und diese Operation ist ein Befehl. Ja? Schauen wir uns genauer an. Und zwar sieht das also folgendermaßen auf. Hier gibt es einen Befehl, das ist erstmal abstrakt, der sagt, ich habe nur eine Operation, die heißt, tu's, go, do, execute, run, was immer es ist. Genau eine, ich nenne es jetzt hier mal führe aus. Und dann gibt es einen konkreten Befehl, der enthält also wirklich seinen eigenen Zustand. Der enthält kann, muss aber nicht, Daten enthalten. Und er hat die führe aus Funktion implementiert. Das ist hier ganz einfach gemacht. Der Befehl wird meistens an etwas ausgeführt, wenn es nicht am eigenen Zustand abläuft. Hat also noch einen Empfänger. Und er weiß, wie er die Aktion ausführt, indem er hier Empfänger.Aktion ausführt. Das ist ziemlich trivial, weil es nur eine einzige Zeile ist. Wieso mache ich das überhaupt so? Ja? Darum mache ich es jetzt ein bisschen komplizierter. Ähnliches Beispiel nochmal. Der Befehl hier, Entschuldigung, nee, muss
uns dieses Beispiel nehmen. Ja? Ich brauche jetzt zwei Stufen für dieses komplexere Beispiel. Ja? Also ich habe eine Anwendung, die speichert Dokumente, bearbeitet Dokumente, mehrere davon, da gibt es eine Füge-Hinzu-Methode. Dann gibt es ein Menü, da gibt es eine Füge-Hinzu-Methode, mit der kann ich einen Menüeintrag einfügen. Ja, also Sie erzeugen erst ein Menü, das Menü ist zunächst mal leer, dann müssen Sie die Menüeinträge hinzufügen. Aber also zum Beispiel kann man mit der Methode Füge-Hinzu einfügen. Hier kommt der Menüeintrag, der wird also dann in dem Menü gespeichert und wird dann beim Klicken eben aufgeklappt, ja, mit einem Titel. Ja. So, da gibt es eine Methode, die heißt geklickt. Also die wird denen aufgerufen von der interaktiven Schnittstelle, sobald sie mit der Maus auf den entsprechenden Menüeintrag drücken. Da ist bestimmte Magie noch dahinter, die müssen wir später noch klären. Aber wir merken uns einfach jetzt, wir haben da genügend Software dahinter, die sagt, wenn ich auf eine Fläche auf meinem Bildschirm drücke, die von diesem Menüeintrag umfasst ist, dann wird dieser Menüeintrag genommen und die Methode geklickt ausgeführt, klickt oder Maus down oder Maus up oder was immer die Methode heißt, und die wird dann ausgeführt. Und da haben wir was reingeführt, die sagt, ich muss einen Befehl ausführen. Der Befehl gehört zu dem Menüeintrag. Sie sehen, das ist eine Aggregation, das heißt, der Menüeintrag kann durchaus mehrere Befehle enthalten. Ja? Der sitzt also in dem Menüeintrag drin. Sie wissen, dass an dem Befehl jetzt die Führe-Aus-Funktion ausgeführt wird. Hier ist die konkrete Unterklasse dafür, die heißt jetzt der Einfüge-Befehl. Und ich führe jetzt Dokument einfügen aus. Und das Dokument ist das hier. Und das Einfügen ist, füge ein, wo haben wir das? Haben wir vergessen. Ach, müsste füge hinzu heißen. Ja, hat noch nie jemand entdeckt in Jahren von Vorlesungen dieser Art. So, jetzt mache ich das ein klein bisschen komplizierter, den Befehl, damit Sie sehen, da ist ein bisschen Fleisch dahinter, nicht nur eine einzelne Zeile. Die führe Ausfunktion des Öffnen-Befehls zum Beispiel. Der sagt, ich frage den Benutzer, was soll ich denn öffnen? Da steckt natürlich auch ein riesen Patradatsch dran, der sagt, also was ist dein Verzeichnis? Ich gebe dir deine Verzeichnisliste und dann darfst du jetzt auf dein Verzeichnis klicken, bis du runterkommst zu dem einzelnen Datei. Ich frage also den Benutzer, das ist diese Funktion, die steckt auch in dem Befehl drin, erzeuge ein neues Dokument mit dem Namen, den ich abgeholt habe. Füge hinzu das Dokument aus und rufe schließlich Dokument öffnen aus. Ja? Also so ein Befehl kann durchaus mehrere Schritte enthalten. Aber der Unterschied zu einer Methode ist, wenn Sie eine Methode aufrufen, ja, dann wissen Sie haargenau, wann sie aufgerufen wird, wenn nämlich der Kontrollfluss zu dieser Stelle, wo der Methodenaufruf steht, kommt. Ja. Sie wissen nicht die Zeit, aber Sie wissen den Weg dorthin oder die Wege, wenn es an mehreren Stellen aufgerufen wird. Beim Befehl wissen Sie nichts. Da können Sie nicht sagen, wenn ich an einer bestimmten Stelle im Kontrollfluss angekommen bin, dann wird der Befehl aufgerufen. Ja. Sie müssen ihn aber irgendwie zusammenpacken. Sie müssen also hier irgendwo ein Objekt speichern, das sagt, wenn ein Ereignis eintritt, dessen Zeitpunkt ich nicht vorhersehen kann, nämlich das Klicken auf ein Menüelement, und das ist in der Tat nicht vorhersehbar. Wer weiß, auf was der Benutzer als nächstes klicken wird. Ja? Dann muss eine bestimmte Funktion ausgeführt werden. Und dafür brauche ich den Befehl, also das Zusammenstellen der Operation mit seinen Daten, mit seinen Verweisen, zum Beispiel auf das Dokument. Muss ich zusammensetzen in eine Datenstruktur, nämlich in dieses Menü hier einfügen und dann warten lassen. Ja? Und das kann ich mit normalen Methoden einfach nicht machen. Da brauche ich wirklich diesen Befehl. So, nächster Punkt. Ich sagte Ihnen schon, ein Befehl kann natürlich mehrere Schritte enthalten, das ist klar. Ich kann einen Befehl aber auch aus mehreren Befehlen zusammensetzen. Wenn ich nämlich die Einzelschritte auch für sich haben möchte. Ja? Zum Beispiel, das Frage Benutzer könnte ich wahrscheinlich an mehreren Stellen gebrauchen, wenn Dateinamen gefragt werden. So, dann kann ich also einen Makrobefehl machen. Der Makrobefehl hat natürlich auch eine Führe-Aus-Funktion. Makrobefehl sagt, ich bestehe aus mehreren Befehlen, Einzelbefehlen oder möglicherweise erneuten Makrobefehlen. Und die Führe-Aus-Methode in meinem Makrobefehl sagt einfach, was sind denn meine Befehle? Da rufe ich überall Führe-Aus auf.
Für alle Bs. Führe das Ding aus. Ja, Befehl. Sind sie? Ja. Das sind dann implementiert als Referenzen, die führe ich dann aus. Und das ist natürlich nichts anderes als das Kompositum. Ja. Sie sehen, Ableitung, ein Aggregat, das auf den Oberklasse zurückverweist und hier hinten noch die Blattbefehle hat, die nicht mehr zusammengesetzt sind, ist natürlich ein Makrobefehl. Ein Kompositum. Heißt in diesem Falle Makrobefehl. Ja. Also haben wir hier einen Fall von Befehl kombiniert mit Kompositum. Gibt es Fragen dazu? Okay. Ist auch nicht schwer, bis man es programmieren muss. Wenn man es programmieren muss, dann gibt es immer andere Probleme. Ja? Also, wenn ein Objekt, wir hatten da gesehen, Objekt in diesem Falle war ein Menü, ja, parametrisiert soll mit Aktionen, ja, wenn Anfragen zu unterschiedlichen Zeiten spezifiziert, aufgereiht und ausgeführt werden sollen, also Sie haben Aufrufe, aber Sie wollen sie noch nicht ausführen, sondern Sie wollen sie erstmal zwischenspeichern, dann brauchen Sie Befehl. Wenn Sie keine objektorientierte Sprache hätten, dann bräuchten Sie zumindest Zeiger auf Methoden oder Funktionen. Ja, da brauchen Sie Funktionszeiger. Ist umständlich zu handhaben, mit Befehl viel leichter. Wenn Sie ein rückgängig machen von Optionen haben wollen, das ist jetzt im Moment nicht ganz so leicht. Ja? Rückgängig machen mit Hilfe von Befehlen. Das geht so, dass Sie jeden Befehl, den Sie interaktiv auswählen, ja? Zum Beispiel eben irgendwie Zeichenreihen in Fett anzeigen wollen, ja, dann müssen Sie natürlich entweder ein Memento haben, das der Befehl dann einfügt. Das könnte man so machen. Sie erzeugen dann für das Undo einen Befehl, der das Memento abholt und wieder in die richtige Stelle einfügt. Oder aber, und so wird es eigentlich beim Undo auch gerne gemacht, Sie haben eine Umdreh- oder inverse Methode. Ja? Sie stellen eine Methode zusammen, geht natürlich nur über Daten, die die Änderung rückgängig machen kann. Ja? Also ich merke mir nicht, sagen wir mal, die Zeichenreihe gesamt, wie sie war ursprünglich, bevor sie es auf Fett umgewandelt haben, sondern sie merken sich in ihrem Befehl, sagen, setze auf Normalschrift. Das ist das rückgängig machen. Ja? Ohne dass ich die kompletten Daten mir merken muss. Ja, Sie sehen schon, mit etwas Geschick kann ich die Undo-Funktionen dann sehr, sehr viel mit weniger Platz implementieren. Ja, ein Undo und natürlich ein Redo, da merke ich mir den Originalkommando und führe das wiederholt aus. Mit Protokollieren von Änderungen, das mache ich auch so. Zum Beispiel, wenn Sie ein langlaufendes System haben, und gelegentlich stürzt es Ihnen halt doch ab, dann wollen Sie immer einen Sicherungspunkt anlegen und von diesem Sicherungspunkt dann wieder weiterarbeiten. Ja? Da legen Sie erst ein Mementos an, einen Sicherungspunkt, merken sich die Befehle, die Sie jetzt ausgeführt haben, und dann passiert der Absturz. Dann gehen Sie zurück auf den Sicherungspunkt und wenden die Befehle erneut an, bis Sie an dem Punkt sind, wo das System abgestürzt ist. Ja? Also wenn Ihr Textverarbeitungssystem abstürzt und Sie es neu starten, dann wollen Sie natürlich wieder dahin kommen, wo Sie bereits waren, ohne dass Sie mit einem leeren Dokument wieder anfangen oder mit der letzten Version des Dokuments, das Sie gesichert haben. Dann muss ich in der Anwendung selbst einen Sicherungspunkt anlegen und mir dann merken, den Sicherungspunkt kann ich natürlich nicht jeden Augenblick anmerken für jede Änderung, sondern ich lege ihn alle 5 Minuten an und merke mir die Operation, die in den 5 Minuten passiert sind, um sie wiederholt auszuführen, vom Sicherungspunkt an weg. Ja, das geht also auch. Und schließlich, wenn Sie komplexe Befehle, Operationen zusammensetzen wollen aus einfacheren, dann nehmen Sie natürlich den Makrobefehl her. Ja, das wäre also das, was ich zum Befehl zu sagen hätte. Ja, bitte. Sie speichern einen Befehl, der
die Aktion, die sie ursprünglich laufen hatten, rückgängig macht. Ja? Und wenn der Benutzer dann tatsächlich haben will, dass es rückgängig gemacht wird und auf den entsprechenden Knopf drückt, dann holen sie sich diesen Rückgängigsbefehl heraus und führen ihn aus. Ja? Das ist die Idee dabei. Aber natürlich müssen Sie wissen, wie Sie das organisieren können. Ja? Der Rückgängigmachbefehl, wie ich Ihnen gesagt habe, Sie können ja nicht dynamisch Code erzeugen, ja? Sondern Sie brauchen einen geeigneten Befehl, den Sie noch parametrisieren müssen. Zum Beispiel eben auf Normalschrift zurückstellen, wie so ein Beispiel. Ja? Er braucht dann nur noch die Koordinaten von wo bis wo. Ja? Das Memento würde eben die gesamte ursprüngliche Zeichenreihe speichern und sie zurücksetzen. Ja? Noch Fragen dazu? Man kann natürlich auch dynamisch Code erzeugen, aber das ist ziemlich arg. Es geht mit Befehl einfacher. Auftraggeber, Auftragnehmer, Master Worker. Früher hatte man das Master Slave genannt, das soll man heute nicht mehr verwenden, sondern man sagt nur noch Master Worker. Und das geht eigentlich schon in die Richtung Parallelverarbeitung. Und zwar ist es da folgendermaßen: Sie haben einen Auftraggeber oder auch Master, der erzeugt Aufträge, die abgearbeitet werden müssen, und übergibt sie dann an die Arbeiterknoten. Und die Arbeiter sind meistens oder immer auch eigenständig laufende Prozesse, Programme, die selbst laufen. Ja? Damit kann ich also hier Aufgaben an den schicken und dann warten, bis sie fertig sind. Und diese drei oder noch mehr laufen parallel. Ja, sie haben alle inzwischen Parallelrechner in ihrer Maschine drin, in ihrem Laptop drin. Mindestens 4 Prozessoren, wahrscheinlich sogar 8, wenn nicht so noch mehr. Und mit dem Master Worker können sie das ausnutzen. Ja, das heißt, sie haben mehrere kleine Aufträge, die laufen können, parallel, unabhängig voneinander, und die geben sie dem Master Worker. Ja. Als Beispiel nehmen wir mal an, Sie haben eine komplexe Grafik und Sie müssen diese Grafik per Strahlverfolgung, Raytracing erzeugen. Ja, dazu haben Sie ein Modell und eine Beleuchtung angegeben und Reflexionen und müssen Reflexionen berücksichtigen und sonstige Details, Oberflächen berücksichtigen, müssen irgendwie ein komplexes Bild von, was weiß ich, den Alpen mit dem Gletscher und der Sonne und so weiter herstellen. Und dann sagen sie, gut, dann zerlege ich dieses Bild in einzelne Kacheln und gebe jedem so eine Kachel mit so und so viel Bildpunkten, was weiß ich, 1000 mal 512 Bildpunkte an so eine Kachel, und der soll das ausrechnen. Und dann laufen die ersten 3, und wenn sie fertig sind, kriegen sie die nächsten. Ja? Jetzt wird es so sein, dass der mit dem blanken, blauen Himmel ziemlich wenig zu tun hat. Der wird nämlich immer nur sagen, blau, 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 blau. Während der hier schon ein bisschen was rechnen muss. Also wird der hier wohl etwas länger brauchen, bis er das Bild erzeugt hat. Das heißt, die können schon fertig sein, während der noch arbeitet. Und dann bekommt der hier dieses Kachel und der übernächste dieses Kachel und diese Kachel. Und dann kann es durchaus sein, dass die schneller arbeitenden Arbeiter den einen überholen. Und am Schluss muss ich halt auf den letzten warten. Wenn ich mehrere Master einsetze, gibt es natürlich eine reduzierte Rechenzeit, eine abgelaufene Zeit, bis das ganze Bild erzeugt ist. Ja? So, da gibt es jetzt mehrere Varianten, die besprechen wir aber nicht durch. Die haben alle mit der Kommunikation zwischen Master und Worker zu tun. Was ich zum Beispiel machen kann, ist die Aufgaben nicht direkt schicken, sondern hier eine Warteschlange einbauen dazwischen, wovon sich die Worker oder Arbeiter ihre Aufgaben abholen. Dann ist es nicht so sequenziell hintereinander laufend. Ja? Also, und wenn die Aufgabenschlange leer ist, dann ist natürlich die Aufgabe gelöst. Und der Master kann übrigens auch zum Worker werden, wenn er alle Aufgaben hier in die Warteschlange reingesetzt hat. Sagt er, jetzt mache ich auch mit, arbeite selbst mit an dem Bild. Ja? Da gibt es also noch einige weitere Varianten. Zum Beispiel Work Stealing, das da noch ein bisschen Ausgleich schafft zwischen den einzelnen Arbeiten. Ja, das ist also die Anwendbarkeit, wenn es mehrere Aufgaben gibt, die unabhängig voneinander bearbeitet werden können, und mehrere Prozessoren zur parallelen Verarbeitung zur Verfügung stehen, was heute der Fall ist, ja, bei den meisten Rechnern, die wir haben. Und wenn die Belastung der Arbeiter ausgeglichen werden soll, dann brauchen wir aber so eine Warteschlange zum Abholen
denn nicht alle werden gleich schnell arbeiten. So, jetzt haben wir noch ein paar Muster zu machen, die sind auch ziemlich einfach. Also erstmal noch Frage zum Master Worker oder Auftraggeber, Auftragnehmer. Keine, ist auch wirklich leicht. Bequemlichkeitsmuster sind noch einfacher, noch leichter. Ein Bequemlichkeitsmuster oder Convenience Class, Bequemlichkeitsklasse, sagt Folgendes. Ich vereinfache Methodenaufrufe, indem ich die Methodenaufrufe überlade und die Parameter statisch vorgebe. Ich zeige gleich ein Beispiel. Also hier ist eine Bequemlichkeitsklasse. Das ist eine Anfrage, die hat 3 Parameter. Dann gibt es eine Anfrage, die hat nur einen Parameter. Und wie sieht die aus? Naja, der nimmt den P1-Wert her, den sie gekickt, und liefert Standardwerte für die anderen Parameter. Ja, das haben sie sicher schon gemacht. Sie haben einen Konstruktor, der hat keine Parameter, und ein Konstruktor hat mehrere Parameter, und dann sagen sie, der mit keinem Parameter nimmt die Standardwerte für die anderen fehlenden Parameterwerte für den Konstruktor her. Und der hier zum Beispiel hat alle aus dem Standard. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, den Standard zu verändern. Da muss ich mit einer Zustandssätze-Operation diese Werte eben verändern, entweder auf alle auf einmal oder nur einen auf einmal. Ja, das ist die eine Methode. Das ist die Bequemlichkeitsklasse, die merkt sich die Standardwerte. Ja? Das heißt, der Methodenaufruf wird vereinfacht, weil ich Parameterkombinationen habe, die häufig vorkommen. Und die werden jetzt in zusätzliche Methoden gesteckt, sodass sie mit Überladen eben angesprochen werden können und sie muss nicht immer alle Parameter schreiben. Denken Sie zum Beispiel an eine Plot-Funktion, die Ihnen Kurven zeichnet. Was müssen Sie da alles angeben? Sie müssen eine Funktion angeben, Sie müssen einen X-Bereich angeben, von X bis Y, von X1 bis Xn. Sie müssen einen Y-Bereich, eine vertikale Achse angeben, Sie müssen angeben, welche Abstände für den Zeichen der vertikalen und der horizontalen Achse zu machen sind. Sie müssen angeben, welche Art von Linie Sie haben wollen. Wollen Sie eine gestrichelte, eine durchgehende, eine gestrich gepunktete Linie? Welche Farben Sie für die Linien haben wollen? Dann noch Markierungen für die Einheiten, Kilometer pro Stunde oder irgend so etwas. So ein Plotaufruf hat so typischerweise 10 bis 20 Parameter. Ja? Und natürlich wäre es schön, wenn manche dafür automatisch gefunden werden könnten, oder einen Standardwert haben. Und wenn Sie einen Standardwert haben, dann können wir das ganz einfach über diesen kleinen Programmiertrick machen. Und Sie können natürlich auch feste Werte haben. Da brauchen wir nicht mehr weiter drüber reden. Moment. Also die Convenience Method, Entschuldigung, jetzt habe ich eins übersprungen. Die Convenience Method ist einfach nur eine Methode, ohne den Standard zu haben. Das ist noch einfacher. Da ist die Anfrage einfach mit festen Werten versehen und die können Sie jetzt nicht mehr ändern. Dann spricht man von einer Bequemlichkeitsmethode oder Convenience Method. Absolut trivial. Ja, man muss es nur wissen, dass es das gibt. Und das Letzte ist ein bisschen ein Witz. Das ist wirklich die letzte Muster, das ich noch habe. Das wird immer gern gesprochen, aber ich finde es ein bisschen weit hergeholt. Ja? Also, Sie brauchen jetzt für das Nullobjekt einen Stellvertreter. Also Sie kennen das, Sie haben irgendwelchen Code geschrieben, da sagen Sie, also ich habe ein Objekt und schaue ich mir die Attribut-Calling-Party an und falls das nicht Null ist, dann führe ich das Zeug da aus. Dieser Aufruf thisCallCallingParty.action. Ja? Und das kommt jetzt mehrmals vor, in Ihrem Code an vielen Stellen, nur an einer Stelle haben Sie vergessen, diese Frage zu stellen, diese Abfrage nach Null abzufragen. Haben Sie dummerweise vergessen. Und natürlich fliegt das Ding in die Luft, weil dann irgendwann mal der Aufruf kommt und der Parameter hier ist noch Null. Blöd gelaufen, wie könnte ich das vermeiden, dass mir das nie passiert? Was ich machen kann ist, ich sorge dafür, dass dieses Attribut Calling Party nie null ist, sondern immer zumindest einen Standardwert enthält. Und dieser Standardwert ist eine Referenz, ein Zeiger auf ein Objekt, das Standardobjekt. Und das ist das Nullobjekt, Objekt, das nichts tut. Hat aber
zum Beispiel die Methode Action drin. Und die Methode Action in dem Nullobjekt besteht aus dem leeren Rumpf. Was passiert jetzt? Wenn ich dafür sorgen kann, dass Calling Party mindestens dieses Nullobjekt ist, dann kann ich mir diese Abfrage total sparen. Ich schreibe nur noch this call calling party.action Aufruf. Und für den Fall, dass ich hier das Nullobjekt hatte, geht das natürlich an den Aufruf, an die Action. Die ist da, die ist leer, kehrt also sofort zurück und weiter geht's. Das ist genau das Verhalten, das ich haben wollte. Wenn nämlich das Calling Party hier leer ist, passiert gar nichts. Ja? Wird das Ding nicht ausgeführt. Das Nichtstun ist also in dem Nullobjekt gekapselt. Das ist ziemlich blöd, finde ich, ja, so das Nichtstun kapseln. Aber so läuft das. Also jetzt, Sie sehen, wie das läuft. Sie haben also ein abstraktes Objekt. Es gibt eine Anfrage, gibt ein echtes Objekt, das hat hier echten Code drin, und ein Nullobjekt, das hat die gleiche Anfrage, aber das hat den leeren Rumpf. Da stehen also nur geschweifte Klammer auf und zu, fertig. Ja? So, und wie geht das jetzt? Also, Class Null implements Action, Public Void Action, geschweifte Klammer leer, da ist tatsächlich nichts zu tun. Ja? True Action sagt, da ist der echte Code. Ja? Und dann sage ich, this call calling part is gleich new true action. An einer anderen Stelle sage ich, this call calling part is null action. Insbesondere könnte ich das hier im Konstruktor schon machen. Könnte im Konstruktor schon die null action reinschreiben. Dann bin ich immer auf der sicheren Seite. Da steht immer was. Ja? Und wenn eben noch nicht ersetzt wurde durch einen neuen Aufruf, dann kann ich callingParty.action immer aufrufen. So, und wenn das hier reingesetzt wurde, sehen Sie, Action wird laufen, ist da. Kein Memory Exception, kein Null Pointer Exception, keine Explosion in meinem Code, sondern hier läuft eine Funktion und die tut nichts. Die vermeidet nur, dass ich vergessen habe, die Frage zu stellen, bist du leer? Ja, das Nichtstun quasi in diesem Ding untergebracht. Ja? Ein Objekt Mitarbeiter benötigt, einer dieser mehrere von ihnen nichts tun sollen, meistens braucht man nur einen, wenn Klienten sich nicht um den Unterschied zwischen einem echten und einem Nichts kümmern sollen. Dann nehme ich mir so ein Nullobjekt her, das nichts tut. Ja gut, kann ich auch noch wiederverwenden. Die Adapterklassen, zum Beispiel in Swing, enthalten diese leeren Methodenrümpfe. Also es wird tatsächlich auch genutzt. Schauen Sie sich in Swing die Adapterklassen an. Die Adapterklassen sind immer dafür gedacht, um auf Ereignisse zu reagieren, zum Beispiel auf Mausereignisse. Da gibt es einen Mausadapter zum Beispiel und der hat eben die Methoden klickt, Maus klickt, Maus presst, Maus up und Maus down und sowas, glaube ich. Und die sind erstmal leer. Und die sind schon an die einzelnen Objekte dran, oder kann man an die einzelnen Objekte dran kleben, wenn man einfach nichts tun will, aber nicht dauernd nachfragen will, will ich noch immer nichts tun, ja? Und man kann sie dann per Vererbung überschreiben und dann nur noch die Methode einfügen, die tatsächlich aufgerufen werden soll, mit einem nicht leeren Rumpf. Ist also in diesem Falle gar nicht so blöd, sondern spart ein bisschen Schreibarbeit. Ja? Ich mache also eine Unterklasse von Mausadapter, in der steht nur eine einzelne Methode, die tatsächlich was tun soll. Und die anderen laufen leer. Jo? So, wo finde ich mehr? Es gibt, ich habe glaube ich schon mal gesagt, den Klassiker, Design Patterns von Gamma und so weiter, von 95, deutsche Entwurfsausgabe gibt es auch, gut übersetzt, was man nicht immer über deutsche Ausgaben sagen kann. Entwurfsmuster heißt das einfach so. Head First Design Patterns, eines dieser Bücher brauchen Sie. Diesen Klassiker würde ich mir, wenn ich Sie wäre, würde ich mir zulegen. Ja, sind nicht alle drin, die wir besprochen haben, aber wichtige sind davon drin, auch die schwierigen. Und wenn Sie sagen, jetzt brauche ich aber noch ein bisschen Hilfe, um das alles zu verstehen, ist man zu abstrakt, dann schauen Sie sich Head First Design Patterns an. Und es gibt noch mehr Zeug. Pattern Hatching zum Beispiel, das ist auch ganz lustig, kann man mal, wenn man im Zug oder im Bus sitzt, für eine lange Zeit lesen, ein dünnes Büchlein. Das erklärt zum Beispiel den langen Weg bis hin zu einem Dateisystem, ja, das eben so gestaltet ist, wie wir es mit Compositum betrachtet haben. Aber es gibt da Alternativen, die ihre Vor- und Nachteile haben. Okay, und dann gibt es jährliche Konferenzen über Muster. Abschließend die Frage für heute.
Was würden Sie sagen, wie viele Entwurfsmuster hat man denn inzwischen gefunden und dokumentiert? Also Vergleich, Gamma hier hat 24. In meiner Auflistung sind es einige mehr, ich weiß gar nicht wie viel, aber unter 100. Wenn Sie jetzt schätzen müssten, wie viele Entwurfsmuster könnte man inzwischen gefunden haben? Wer ist für 1000? 1000? Wer ist für 100? Wer wäre für 10.000? 10.000. Ich habe gerade auf der Konferenz, der ich vor 2 Wochen war, wo ich mich eben vertreten haben lassen müsste, war ich eben zufällig auch bei so einem Poster von einem chinesischen Studenten und der hatte sie alle gesammelt und behauptet, käme auf 428. 400 hat der wohl entdeckt. Ich kann nicht behaupten, dass ich sie alle kenne. Ich weiß auch nicht, wie exakt er sie klassifiziert hat. Vom Model View Controller gibt es ungefähr 5 Varianten, wenn nicht noch mehr. Sind die alle einzeln gezählt oder so? Das weiß ich natürlich nicht. Aber das ist schon eine ganz ordentliche Zahl. Die können wir selbstverständlich hier in dieser Vorlesung nicht alle besprechen, dann wären wir wohl ein ganzes Semester damit beschäftigt. Ja. Aber ich denke, ich habe Ihnen einige wichtige Muster genannt, die Sie immer wieder gebrauchen können und auch die objektorientierten gezeigt, die Ihnen helfen zu sehen, was ich mit Vererbung alles anstellen kann. Ja. Und wie man Vererbung richtig benutzt. Ja. Zum Beispiel im Kompositum oder in der Schablonenmethode oder in der abstrakten Fabrik und so weiter. Ja? Jetzt haben Sie noch 1 Minute Zeit, mir eine Frage zu stellen. Oder 2 oder 3. Ja, da kommt noch eine, ja. Zu welchem nochmal? Zum Nullobjekt, ja. Also wenn Sie natürlich sagen, der Fall, dass hier nichts getan werden muss, ist ein Fehlerfall, ja, dann ist das Nullobjekt nicht das geeignete, sondern da gehört tatsächlich eine Fehlermeldung rein. Ja. Sondern das funktioniert nur für den Fall, dass Sie sagen, wenn der Zeiger leer wäre, dann ist eh nichts zu tun. Ja. Ich will jetzt vermeiden, dass ich da permanent fragen muss, bist du leer, bist du leer, bist du leer, bist du leer. Ja. Sondern sage ich einfach, mach und dann steht halt, ja, in dem Augenblick muss ich jetzt nichts tun. Wenn Sie Fehlermeldung wollen, dann ist das eine andere Geschichte. Ja. Da müssen Sie explizit programmieren. Können Sie natürlich ins Nullobjekt stecken. Ja. Weitere Fragen? Okay, ab geht's zur Mensa. Vielen Dank, bis Freitag.